Hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Wir haben uns heute mal aufgemacht in den Mainzer Volkspark, denn bevor es gegen Semesterende so richtig stressig wird mit Klausuren und Hausarbeiten, da wollen wir uns noch mal eine Runde entspannen und raus ins Grüne. Und womit ihr euch heute so vom Lernen abhalten könnt, das seht ihr jetzt im Themenüberblick. Ballkunst, Fußball-WM in der Kritik. Kampfkunst, japanische Sportart vorgestellt. Filmkunst, Filmpassage schließt. So schön und lebendig es hier tagsüber ist, wenn es dunkel wird, leert sich der Park. Und dann wird es schnell still und, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen gruselig. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu viele Krimis gesehen, um mich nachts allein im Park wohlzufühlen. Aber in einer freundlichen Stadt wie Mainz, muss man da überhaupt Angst haben? Ob solche Sorgen jetzt begründet sind oder nicht, das ist die eine Sache und wie man sich damit verhält, eine andere. Hanna Bengel und Anna Kleisert haben deshalb einmal nachgefragt. An der Uni, bei der Polizei und bei jungen Leuten auf dem Heimweg. Wer nachts allein im Dunkeln unterwegs ist, hat oft ein mulmiges Gefühl. Immer wieder hört man von sexuellen Übergriffen oder Gewalttaten. Im vergangenen Jahr kam es sogar zu einer versuchten Vergewaltigung auf dem Mainzer Unicampus. Aber wie fühlen sich Mainzer Studierende in der Stadt? Ich fühle mich teilweise nicht so sicher, wenn ich an nicht so gut beleuchteten Straßen entlang gehe oder wenn jemand eben hinter mir läuft und ich mich ein bisschen bedroht fühle. Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich im Club arbeite, kommt es halt öfter vor, dass ich mal nach Hause laufe und wöchentlich eigentlich mindestens einmal. Bis jetzt habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht in Mainz, deswegen fühle ich mich relativ sicher. Ich fühle mich in Mainz, wenn ich nachts nach Hause gehe, sehr unsicher. Ich selber wurde auch schon angefahren und ausgeraubt in Mainz und kann da erfahrungsgemäß sagen, dass ich mich gar nicht sicher fühle. Bei der Mainzer Polizei sieht man die Lage weniger kritisch. Studentinnen müssen keine Angst haben auf ihrem Nachhauseweg, wie alle anderen Menschen auch. Also Mainz ist schon jetzt keine unsichere Stadt, obwohl wir ja auch mitten im Rhein-Main-Zentrum liegen. Es passieren relativ wenig Überfälle oder Übergriffe auf dem Nachhauseweg, auch nachts nicht. Für all die, die sich trotzdem fürchten, haben Studierende der Uni Regensburg eine Lösung. Die ComGutHeim-App. Mit der kostenlosen App kann man sich durch Standortübertragung virtuell nach Hause begleiten lassen. Ein Freund kann so von zu Hause auf einer Karte auf 10 Meter genau sehen, wo man sich gerade befindet. Wenn sich das Handy 20 Minuten lang nicht bewegt, schlägt die App Alarm. Unter Studierenden kommt das gut an. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit, sich zu schützen. Ich finde, die App ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil man dann einfach sicher gehen kann, nicht die ganze Zeit auch noch telefonieren muss, wenn man jetzt noch auf der Party ist oder sowas. Prinzipiell ist natürlich bei solchen Apps, wo man darauf angewiesen ist, dass auch andere Leute die nutzen, immer so die Sache, dass das häufig genutzt werden muss, damit da auch irgendwie ein gewisses Angebot da ist. Prinzipiell finde ich es gut, weil es kommt öfters vor, dass ich da Mädels auch alleine heimlaufen sehe, wo ich mir denke, das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Wenn ich nachts nach Hause gehe, habe ich meistens mein Pfefferspray in der Hand, was übertrieben klingt, aber durch meine Erfahrungen habe ich das jetzt mir so angeeignet. Oder was ich auch gerne mache, ist einfach eine Person am Telefon haben, mit der man sich unterhält, bis man zu Hause ist. Sicherer fühlt man sich auch, wenn man sich wirkungsvoll verteidigen kann. Das lernt man zum Beispiel beim Hochschulsport der Uni Mainz, bei der japanischen Kampfkunst Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist eigentlich das, was der Samurai gemacht hat, wenn er angegriffen wurde, und hatte aber sein Schwert nicht mehr. Er musste sich irgendwie verteidigen, egal mit was, ob das jetzt eine andere Waffe war, ob das waffenlos war, das ist Jiu-Jitsu. Der Sport bringt für den Alltag einerseits natürlich, dass man durch das Aufwärmtraining fitter wird und andererseits natürlich auch, dass man über die Verteidigungstechniken, die man bei uns lernt, auch einfach sich sicherer fühlen kann. Das merken auch die Teilnehmer. Ich fühle mich sicherer, weil sich meine komplette Haltung stabilisiert hat. Ich bin nicht unsicher auf der Straße, ich gehe nicht gebeugt. Es ist eine psychologische Sicherheit, die mich dabei wirklich sicherer macht. Ich habe ja jetzt erst den gelben Gürtel, das ist der erste im Jiu. Ich fühle mich schon ein bisschen sicherer inzwischen, gerade weil man halt die Reflexe ganz gut lernt, aber man lernt halt auch die Grenzen kennen. Auch die Polizei empfiehlt Selbstverteidigungskurse und passive Schutzmaßnahmen.
Es gibt solche Schrillalarme, das sind so kleine Alarmanlagen, die man in der Hand halten kann. Und wenn man da so einen Stift zieht, gibt es ein ganz helles Alarmgeräusch. Auch sowas hält unter Umständen einen potenziellen Täter davon ab, dass er mich angreift. Generell raten wir von Waffen ab, also von Messern oder gar Pistolen oder Pfefferspray halten wir gar nichts. Auch wenn in Mainz nur selten etwas passiert, am sichersten ist es, zu zweit nach Hause zu gehen. Also haltet die Augen offen und kommt gut heim. Die beliebtesten Sportarten hier im Park: Klettern und Rutschen, Tischtennis und Fußball. Außerdem gibt es eine Minigolfanlage und Körbe für Basketball und Frisbeegolf. Also ganz schön was los hier. Und sportlich geht es auch direkt weiter im nächsten Beitrag. Die Uni Mainz bietet nämlich als einzige Universität Deutschlands Naginata an. Das ist eine asiatische Kampfsportart. Und unser Moderator Matthias hatte sich nicht nehmen lassen und sich für euch ins Training gestürzt. Japan, 12. Jahrhundert. Eine mehr als 2 Meter lange Schwertlanze, zur Verteidigung geschaffen von Mönchen und Samurai. Die Naginata. Und so heißt auch die Kampfkunst mit dieser Waffe. Naginata. Mainz ist die einzige Universität in Deutschland, die Naginata im Hochschulsport anbietet. Und genau das gucke ich mir heute mal genauer an. Nur etwa 10 Studierende trainieren hier 3-mal pro Woche. Neue Naginata-Schüler sind da jederzeit willkommen. Und deshalb hat mich Trainer Thomas Gerstmann heute mal zum Training eingeladen. Okay, Thomas, schön, dass ich heute da sein darf und mal Naginata mittrainieren darf. Ich sehe, ihr habt jetzt schon Trainingskleidung an. Ich habe mir eine Sporthose mitgebracht. Habt ihr was dabei für mich? Ja, du wirst keine Sporthose brauchen. Wir haben extra dir was bereitgelegt. Okay. Darf ich dir dann jetzt gleich mal in die Hand drücken? Mhm, was ist das? Das hier ist der Gi. Mhm. Und das hier ist das Hakama. Das heißt, das ist eine Hose? Genau, das ist eine Hose, die ziehst du an. Okay. Brauchst keine Sporthose drunter. Okay. Einfach anziehen. Zuerst mit dem Oberteil anfangen. Ich komme mit und zeig's dir gerade schnell. Okay. Damit wir auch richtig schön schnell anfangen können. Na gut, dann geht's los. Gut. Es sieht kompliziert aus und ich muss sagen, für mich als Anfänger ist es das auch. Das Anlegen der Trainingskleidung dauert knapp 5 Minuten, mit Thomas' Unterstützung. Das Oberteil, das Gi, hält mit 2 Schleifen. Schuhe brauche ich nicht, Naginata wird wie die meisten asiatischen Kampfkünste barfuß trainiert. Die Hose, das Hakama, wird mit je einem Gürtel vorn und hinten zugeschnürt. Endlich! Sitzt perfekt! Der Anfang des Trainings ist noch ganz leicht. Aufwärmen, warmlaufen, Arme kreisen, Beine dehnen. Mir wird schnell klar, welche Körperteile beim Naginata besonders beansprucht werden. Okay, Thomas, jetzt haben wir uns warm gemacht. Ich habe gesehen, wir haben uns vorhin die Arme warm gemacht, so ein bisschen. Ne? Womit fangen wir denn jetzt an? Wir fangen jetzt mit dem sogenannten Kihon an. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Fußarbeit und Grundschläge. Okay, also die absoluten Basics hier. Genau, die absoluten Basics. Die du immer brauchst, wovon du nie genug machen kannst. Schauen wir mal, ob ich auch das kann. Beim Kihon lerne ich zunächst die 3 wichtigsten Dinge. Schritte, Angriff und Verteidigung. Ganz wichtig, der Körper wird eingedreht, denn so hat der Gegner möglichst wenig Trefferfläche. Die Naginata trage ich eng am Körper. So ist die enorme Länge am besten zu kontrollieren. Und genau darauf kommt es an. Nicht Kraft, sondern die Technik im Umgang mit der Waffe ist beim Naginata das A und O. Und während die anderen noch fleißig weiter trainieren, unterhalte ich mich mit Thomas mal kurz draußen im Freien.
Erzähl mal, Thomas, wie bist du denn eigentlich zum Naginata gekommen? Ich habe früher mal Jiu-Jitsu gemacht. Und als ich hier an die Uni gekommen bin, wollte ich halt mal mich weiterentwickeln, mal was anderes machen. Und habe ins Sportprogramm geguckt und habe dieses Naginata gelesen, hatte noch nie was davon gehört. Ja, und dann bin ich hier vorbeigekommen. Auch sportlich gesehen ist Naginata ja was Besonderes. Es gibt es nicht so oft, oder? Auch im Unisport. Nee, wir sind tatsächlich deutschlandweit auf jeden Fall die einzige Universität. Wahrscheinlich sogar europaweit, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und in Deutschland selbst machen es etwa 50, 60 Leute aktiv. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann man denn da aufsteigen? Also ich weiß, beim Karate zum Beispiel gibt es Gürtel. Wie ist das beim Naginata? Da ist das ganz ähnlich. Auch wir machen Prüfungen und steigen dadurch ähnlichen Rängen auf wie im Karate oder im Jiu-Jitsu. Wir tragen aber keinen farbigen Gürtel extra nochmal mit uns herum. Und wo bildet man sich da vor Ort oder wie wird man denn auch Lehrer? Reist man dann nach Japan und macht das da vor Ort? Kann man machen. Ich war zufällig in Japan, habe mein Auslandssemester gemacht und bin dadurch nochmal an die passende Sportuni eingeladen worden. Das könnte man auch mal so ein komplettes Semester können wir arrangieren, das wäre kein Problem für den Begeisterten. Aber in aller Regel, wir fahren zu den Seminaren. Dieses Wochenende ist eins in Leverkusen, da sind auch deutsche Meisterschaften. Da treten wir dann entsprechend an und auf den Seminaren macht man dann auch entsprechend seine Prüfung. Genug geplaudert. Schließlich gibt es noch eine Menge zu lernen. Als nächstes vertiefen wir die Grundtechniken bei der Partnerübung Shikake Oji. Shikake bedeutet Angreifer, Oji heißt Verteidiger. Hierbei werden mehrere Angriffe und Schritte kombiniert. Das Ziel ist der finale Treffer. Der wird natürlich nur angedeutet, aber das muss ich noch üben. Thomas und ich feilen noch eifrig an meiner Technik, da machen sich andere schon bereit für den freien Kampf. Dazu trägt man bei Naginata eine spezielle Rüstung. Brustpanzer, Schienbeinschützer, Kopftuch, darüber ein Helm mit Gittermaske und Handschuhe. Beim Wettkampf gibt es 3 Schiedsrichter. Außerdem sind nur Schläge auf die geschützten Körperstellen erlaubt. Es gewinnt derjenige Kämpfer, der zuerst 3 Trefferpunkte erzielt hat. Hajime! Ziemlich beeindruckend. Mit dem freien Kampf endet das heutige Training. Ja, das war meine erste Trainingseinheit Naginata. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt, vor allen Dingen genau zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu sehr aufgehalten hier bei euch. Einen Treffer habe ich auch gelandet. Ich hoffe, es gibt keine Beule. Ja, es macht sehr viel Spaß. Probiert es einfach mal aus. Ist sehr traditionell, aber man lernt eine Menge. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Im Namen von Campus TV verabschiede ich mich natürlich angemessen. Mit einer Verbeugung. Oder gar nie. Egal, was in der Welt noch so los ist, ein Thema lässt sich momentan aus keiner Nachrichtensendung, Zeitung und aus keinem Facebook-Feed wegdenken. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und das macht natürlich auch vor dem Mainzer Campus nicht halt. Mitfiebern, jubeln, gemeinsam die Spiele gucken. Andreas Ramm war auf dem Campus unterwegs und hat Studie Stimmen und Stimmungen zur WM eingefangen im neuen Mainz Mind. Brasilien. Land des Waldes, des Karnevals, des Fußballs und der sozialen Ungleichheit. Fast so wie in Deutschland. Nur, dass sich hier niemand für die Unruhen im 5. Land der Erde interessiert. Oder vielleicht doch? Seid ihr Fußballfans? Nee. Du bist Fußballfan? Nee, nicht so. Ja, die WM zumindest. Schaut ihr Fußball? Ja. Wirklich? Nein. Warum nicht? Nur Deutschland. Nur Deutschland? Und wie stehst du zur WM generell? gar nicht. Also, es interessiert mich eigentlich eher wenig. Ich bin nicht unbedingt Fan der deutschen Nationalmannschaft, aber ich bin Fan von dem Gefühl, was entsteht bei der WM. Das liegt aber nicht daran, dass ich Deutscher bin. Das liegt einfach daran, dass es für jedes Land einfach schön ist, dass man was hat, wo man sich zusammen vor den Fernseher setzen kann, die Leute
erzählen zusammen, die Leute feiern zusammen. Ich glaube, das geht jedem Land so und das hat jetzt nichts mit unserer Mannschaft zu tun und auch nichts mit unserem Land, das geht jedem so. Und sich auch ein bisschen verkleiden und so weiter, wie beim Karneval vielleicht, mit so einem lustigen Hut, wie ich ihn auf habe. Gut, das bleibt jedem selbst überlassen. Also Fußballfan, aber WM. WM einfach aus dem Grund, dass es in Brasilien ist nicht. Mhm. Es ist einfach unfassbar, wie viel Geld die da in diese Stadien investieren und es aber eigentlich viel dringendere Probleme gibt, die dort zu lösen sind, sprich Arbeitslosigkeit, Armut generell. Ihre Häuser verlassen mussten, weil irgendwelche Schnellstraßen gebaut wurden und dass diese Favelas mit, was waren da, hat mir eine Freundin erzählt, die in Brasilien war, letztes Jahr Mauern gebaut hatten davor und bunt angemalt, damit die Touristen es nicht sehen sollen. Das haben die auch in Südafrika vor 4 Jahren gemacht. Ja. Finde ich nicht in Ordnung, dass da die Regierung trotz dieser Unruhen, auch mit der ganzen Finanzierung, die nicht in Ordnung gelaufen ist, da trotzdem die WM durchführen möchte. Auch vom FIFA-Bund finde ich das auch nicht in Ordnung. Wer sich damit beschäftigt, weiß, dass die FIFA seit jeher ein schlimmes, korruptes Unternehmen ist. Und das ist jetzt ein bisschen so, auf einmal merken es alle. Und ich glaube nicht, dass sich an der FIFA was ändern lässt, denn dann hätte sich schon längst was geändert. Ich war reisend in Brasilien, jetzt kurz vor der WM, und ich muss sagen, ich habe sehr viele Brasilianer getroffen, die sehr viele schockierende Geschichten erzählt haben, wie sie aus der Wohnung geschmissen wurden, Jobs verloren haben. Boykottierst du deswegen die WM oder auch generell ist Fußball scheiße? Nee, ich gucke die WM auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein großer Fußballfan bin. Bist du Fußball interessiert? Nein, nicht wirklich. Du guckst auch nur die Deutschlandspiele an? Ja. Weil es alle machen? Ja. Die FIFA tut ja eigentlich auch viel Gutes, zum Beispiel, kennst du das Maskottchen der WM? Fuleco heißt das. Das ist okay. Eine Mischung aus Football und Ecologia. Das ist ein brasilianisches Kugelgürteltier, vom Aussterben bedroht. Und okay. Die FIFA hat in China 1 Million Stofftiere produzieren lassen. Also ist ja quasi auch für die Arterhaltung. Also jetzt, die Art ist gerettet, oder? Könnte man sagen. Naja gut, ob die Art durch ein Kuscheltier erhalten bleibt. Ist symbolisch. Ja, symbolisch, ja, symbolisch, aber... Mehr wollten die nämlich nicht machen, also sie wollten kein Geld geben irgendwie für die Arterhaltung oder so. Die Art, ja. Die kuschelt die Art, aber nicht das Tier. So als Symbol, eine Metapher für Wachstum. Findest du, dass vielleicht die Proteste in Brasilien eingedämmt werden könnten, wenn wir deutsche Hooligans nach Brasilien schicken? Meinst du das jetzt ernst? Ja. Ah, was ein Schwachsinn, nein, ist doch Müll. Also... Das löst das Problem ja nicht. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ja, aber du kannst ja keine Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Das macht ja keinen Sinn. Aber warum gibt es dann Kriege? Weil die alle ein bisschen bescheuert sind. Warum nicht? Dann wären die hier auch weg. Ja. Die können dann da bleiben. Ne? Raus. Klappe. Sollte die WM vielleicht lieber nur in Deutschland stattfinden, nur mit deutschen Mannschaften? Sag einfach gar nichts, damit du das nicht verwenden kannst. Wir verwenden das trotzdem. Weiß ich nicht. Ich kann es wirklich nicht beurteilen, ob es besser oder schlechter wäre, wenn die WM in Brasilien nicht stattfinden würde. Also es generiert mehr Aufmerksamkeit für das Land, für die Probleme des Landes, für die Armut. Gleichzeitig zeigt es auch die Hilflosigkeit, dass es anscheinend unmöglich ist, was dagegen zu tun. Ich glaube, das wird wieder untergehen auf jeden Fall. Ich glaube nicht so schnell, weil die ganze Katar-Geschichte ist noch zu klären, mit der WM-Vergabe an Katar. Und es wird nicht so schnell versickern, aber ja, früher oder später, glaube ich, doch geht alles wieder bleibt alles beim Status quo. Die ganze Welt ist mit einem Fußball zu vergleichen. Sie ist rund, flatterhaft, jeder will sie besitzen und das Ende ist ungewiss. Nur, dass der Fußball nach der WM im Sommerloch landet, während die Welt sich weiter dreht. Ich mache es mir jetzt eine Runde gemütlich und gebe ganz entspannt weiter an meine Kollegin Tamara Pavia vor Ort in Brasilien. Hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Bei dem Blick über diesen Campus seht ihr, wir senden diesmal nicht aus Mainz, sondern aus unserer Partneruni in Brasilien, ca. 10.000 Kilometer weit entfernt. Ich bin hier an der Universidade Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte, ganz in der Nähe des Stadions Mineirão. Während der Vorrunde spielten hier Kolumbien, Griechenland, Costa Rica, England und Argentinien, nur um einige davon zu nennen. Insgesamt herrscht hier eine ausgelassene und feierliche Stimmung und ein leidenschaftliches Mitfiebern. Doch der Schein trügt, denn nicht alle Brasilianer haben Grund zu feiern.
Wir alle erinnern uns an die Massenproteste während des Confederations Cup im letzten Jahr zurück. In den deutschen Nachrichten konnten wir Szenen der Aufruhr und Gewalt verfolgen. 864.000 Menschen gingen auf die Straßen, um gegen die Weltmeisterschaft der FIFA zu protestieren. Die größten Demonstrationen fanden in Rio de Janeiro mit 300.000 Protestierenden statt. An zweiter Stelle lag Belo Horizonte mit 60.000. Einer der Hauptauslöser der Juni-Proteste war der Anstieg der Buspreise. Die aufgebrachte Masse forderte, dass die enormen Summen für die Weltmeisterschaft in ein besseres Gesundheits- und Schulsystem investiert werden sollten. Ich für meinen Teil bin neugierig herauszufinden, was wirklich dahinter steckt und wie genau die Realität in Brasilien aussieht. Ich sprach mit der Soziologie- und Geschichtsprofessorin Regina Helena Alves da Silva, die sich in ihrem Buch mit den Dynamiken der Proteste beschäftigt. Die WM in Brasilien bezeichnet man als Mega-Event. Diese Events bringen eine Reihe von Versprechungen mit sich, die die Stadt betreffen. Gleichzeitig garantieren sie eine Verbesserung des städtischen Nahverkehrs und der Infrastruktur. Es wird der Bevölkerung versichert, dass diese Dinge schnell umgesetzt werden. Als der Confederations Cup 2013 zeitlich näher rückte, wurden in São Paulo und in anderen Städten die Buspreise hochgesetzt. Zudem funktionierte gar nichts mehr. Der öffentliche Verkehr war ein Chaos, da die vielen Baustellen den Verkehr behinderten. Baustellen für die WM. Diese Faktoren führten zu einer großen Unzufriedenheit der Menschen. Der Confed Cup hatte begonnen, die Buspreise stiegen. Der Bevölkerung fiel auf, dass die Art, wie die Verkehrsinfrastruktur umgesetzt wurde, so nicht funktionieren wird. Es wurde ihnen langsam klar, dass die anfänglichen Versprechungen sich nicht erfüllen würden. Diese ganzen Faktoren brachten schließlich das Fass zum Überlaufen. Die Mobilisierung der Massenproteste erfolgte größtenteils über die sozialen Medien. Die Demonstrationen wurden von jungen Leuten getragen. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Datafolha und Umfragen des Fernsehsenders Globo waren 63% der Demonstrierenden zwischen 21 und 35 Jahre alt. Ein Jahr ist das alles her und wir sind nun mitten in der WM. Wie sind die Studenten in Belo Horizonte auf die Weltmeisterschaft zu sprechen? Ich hackte nach. Olha, eu acho assim, foi a Copa em si, o evento é bacana. Não foi legal assim o modo como o dinheiro foi investido somente para a Copa, entendeu? E não pensou um pouco na sociedade, na população. Mas o evento em si é bacana, agrega valores, agrega novas amizades. É bacana. Eu acho que a forma que foi feita as questões dos gastos públicos que foi um problema. Não a Copa em si acontecer, que a Copa é um evento que a população, o brasileiro gosta muito do futebol, mas como foi feito, teve muito gasto público que não tem muita explicação, o pessoal muito superfaturado os gastos, então acaba que é um problema, né? Mas, no mais, a Copa em si, ter a Copa no Brasil, acho que não é um problema. É muito bom isso, entendeu? Für die meisten Brasilianer sind die Ausgaben der öffentlichen Mittel nicht nachvollziehbar. Es ist fraglich, wer eigentlich die Rechnung der Weltmeisterschaft trägt. Wie drastisch sind die Ausgaben wirklich? Und mit welchen Konsequenzen müssen die Bürger und die Stadt rechnen? Einen Einblick gab uns Wirtschaftsprofessor Edison Dominguez. Die Weltmeisterschaft bringt eine Reihe von öffentlichen und privaten Investitionen mit sich. Infrastruktur und städtischer Nahverkehr beispielsweise sind öffentliche Ausgaben. Sie werden immer von der Regierung gezahlt, mit oder ohne Weltmeisterschaft. Wohingegen Investitionen in Fußballstadien. Da kann man wirklich diskutieren, dass keine öffentlichen Gelder rein investiert werden sollten. Das ist etwas, das den privaten Sektor betrifft. Leider ist dies nicht eingetroffen. Die öffentlichen Ausgaben durch die Weltmeisterschaft sind jedoch nicht so hoch, dass sie immense Auswirkungen auf das Gesundheits- oder Schulsystem haben könnten. Aber die Ausgaben für Stadien können beträchtliche Auswirkungen in der Zukunft haben, wenn Ressourcen für andere Dinge fehlen. Das ist durchaus ein Grund zur Sorge. Herrn Dominguez zufolge sind die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht sehr dramatisch. Aber es muss sich doch um schwerwiegende Gründe handeln, die die Menschen dazu gebracht haben, auf die Straße zu gehen. Zum Glück konnte mir Amanda Medeiros weiterhelfen. Sie ist nur eines von vielen Mitgliedern der Bürgerinitiative namens Copaqui, die sich für die Rechte aller betroffenen Menschen einsetzt, die auf irgendeine Weise durch die WM der FIFA benachteiligt sind. Das geschieht durch friedliche Demonstrationen oder durch Gespräche mit der Regierung.
Amanda erzählte mir, was den Betroffenen widerfahren ist. Durch Mega-Events wie der WM oder der Olympiade werden grundlegende Rechte wie das Arbeits- und Wohnrecht verletzt. Infolge von politischen Räumungsaktionen, um die Stadt für die Spiele zu säubern, verloren Menschen ihre Wohnung und Arbeit. In Brasilien betraf es ca. 250.000 Menschen, die aus ihrem Heim verdrängt wurden und gezwungenermaßen umziehen mussten, meistens in die Peripherie. Überwiegend liefen diese Räumungsaktionen sehr gewalttätig ab. Der Schulkalender der Kinder wurde dabei nicht berücksichtigt, denn sie wurden mitten im Schuljahr in eine andere Nachbarschaft versetzt. Durch die Privatisierung des Stadions 2010 verloren insgesamt 5.500 Menschen ihre Arbeit in Belo Horizonte. Zudem führte die Schließung des Marktes im kleinen Stadion nebendran dazu, dass 400 Familien ihre Arbeit verloren. Auch Lieferanten und Fabrikarbeiter waren betroffen. Darüber hinaus wurden ca. 150 lokale Familien verdrängt, die nun nicht mehr während der Fußballspiele an ihren Essensständen verkaufen durften, wodurch das Kulturgut verloren geht und ein Stück brasilianische Fußballkultur ausgelöscht wurde. Auch den Studenten der UFMIG blieben die Schattenseiten der WM nicht verborgen. Hier in Belo Horizonte fand ich das Klima sehr tranquilo und bom, não gostei como a mídia falou dos protestos que teve, que eu vi que foram bem tranquilos, mas vi algum interesse na mídia em fazer eles aparecerem muito violentos quando não. Desestruturou totalmente a nossa cidade, sem contar o país, eu estou falando da cidade porque eu vivo aqui. Então Belo Horizonte foi totalmente desestruturada, ela foi totalmente maquiada para receber essa Copa e a nossa opinião mesmo não foi consultada em nenhum momento. Mas essas obras não foram consultadas para o público de Belo Horizonte, se traria benefício ou não para a gente. Foram apresentadas e construídas as obras que fizeram muitas obras, sim. Reformaram esse entorno aqui da Pampulha, foi totalmente reformado. Mas uma reforma que será que futuramente vai trazer grandes retornos para a gente ou só no momento para a Copa? Die Brasilianer sind aufgebracht, weil Milliarden Euro für Stadien, Sicherheitsmaßnahmen, Infrastruktur, Hotels und andere teure Prestigeprojekte ausgegeben werden, während für Bildungs-, Gesundheits- und Transportwesen zu wenig Geld da ist. Die Kosten für den Bau oder Umbau von 12 Stadien belaufen sich auf rund 2,65 Milliarden Euro. Davon gelten mindestens 4 Stadien als Elefantes Brancos, weiße Elefanten, die nach den Spielen in Cuiabá, Brasília, Manaus und Natal nicht mehr genutzt werden, da der Unterhalt zu teuer ist. Es handelt sich also um die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Schätzungen gehen von etwa 11 Milliarden Euro aus, von denen der Staat den Löwenanteil tragen muss. Die Angehörige der Bürgerinitiative Copaci bekräftigt. A gente vê que na verdade, mega evento esportivo como a FIFA, como a Copa do Mundo FIFA, e é isso nós deixamos sempre bem claro, isso não é a Copa do Mundo de futebol, isso não é a Copa do Mundo Brasil 2014, isso é a Copa do Mundo da FIFA. Trotz all der Nachteile, die diese WM für die Brasilianer mit sich gebracht hat, zeichnen sich auch positive Dinge ab. Wenn es einen positiven Aspekt an dieser WM geben sollte, dann ist es die Tatsache, dass die Präsenz der FIFA erstmals massiv kritisch hinterfragt wurde und sich die Menschen widerständig gezeigt haben. Gerade die Werbung zeigt immer, dass Brasilien das Land des Fußballs und der Fußball die nationale Leidenschaft ist. Klar ist es die nationale Leidenschaft, aber dennoch konnte der kritische Blick der Bevölkerung nicht gemindert werden. Dem brasilianischen Bürger wird nachgesagt, sehr passiv zu sein und alles hinzunehmen. Diesmal ist das Gegenteil der Fall gewesen. Es war eine große Überraschung für alle, die Menschen auf der Straße protestieren zu sehen und für ihre Rechte und gegen die Regierung eintreten zu sehen. Die Brasilianer sind mündig geworden. Natürlich findet die WM dennoch statt. Aber bei dem Blick durch die Straßen erkennt man, dass die Anzahl der Fahnen, das Grün-Gelb, viel weniger geworden sind. Studien sagen, dass 2 von 3 Brasilianern sich gegen die WM aussprechen. Der große Gewinn ist der kritische Blick der Bevölkerung. Das ist der große Triumph. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein klares Bild über die Realität in Brasilien erhalten. Ich verabschiede mich hiermit aus Belo Horizonte und gebe zurück nach Mainz. Der erfrischendste Ort im Volkspark ist der Wasserspielplatz. Und Frisches vom Campus gibt es jetzt für euch in den News. Durchbruch für Informationstechnologie. Mainzer Physikern um Dr. Martin Jordan ist es erstmals gelungen,
ein Material bei Raumtemperatur mit 100%iger sogenannter Spinpolarisation zu beobachten. Mit den neuen Erkenntnissen könnten sich in Zukunft große Datenmengen auf kleinstem Raum speichern lassen. Das neue Verfahren wird als Fortschritt für die Informationstechnologie bewertet. Die Mainzer Forscher arbeiteten bei ihren Experimenten mit einer metallischen Häusler-Verbindung. Bei sehr tiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt gab es schon viel experimentelle Evidenz, dass die theoretischen Rechnungen stimmt, aber aus Gründen, die nicht ganz klar waren, brach der Effekt bei Raumtemperatur immer zusammen. Und wir konnten jetzt die Ursache für dieses Zusammenbrechen eben aufklären und damit dann auch eben zeigen, dass die theoretische Vorhersage stimmt. Gold für Mainz. Das Fechtteam der Universität Mainz hat die Deutsche Hochschulmeisterschaft in der Kategorie Damenflorett gewonnen. In Marburg setzten sie sich gegen 11 weitere Teams durch. Im Finale besiegten sie das Team der Universität Hamburg mit 45-22 Punkten. Das Herrenteam der Uni Mainz konnte sich Bronze in der Kategorie Herrenflorett sichern. In den verschiedenen Wettbewerbssparten gingen insgesamt 78 Teams von 22 verschiedenen deutschen Hochschulen an den Start. Veranstaltet wurde die Meisterschaft vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband. Vom 2. bis zum 6. Juni fanden die 65. Stupa-Wahlen der Uni Mainz statt. 12,4% der wahlberechtigten Studierenden gaben ihre Stimmen ab. Die Auswertung vom 12.06. ergab, dass die Jusos die Wahl mit 29,6% gewannen. Dicht gefolgt von den Grünen mit 29,5% und dem RCDS mit 21,9%. Die anderen Parteien erhielten weniger als 10% der Stimmen. Ergebnisse und Details zur Wahl auf www.campus-mainz.net. Im Volkspark geht es wild zu. Papageien, Flamingos und besonders exotisch dieser Esel hier. Auch an der Uni wird es zum Teil exotisch, vor allem was die Studiengänge angeht. Seit 1956 gibt es in Mainz das Institut für Indologie. Sanskrit und Pali lernen im Beifach? Ganz genau. Was sonst noch so dazu gehört, erfahrt ihr jetzt im Quick-Check Indologie. Ich heiße Raffaela, studiere Indologie im 5. Semester und ich zeige euch jetzt mein Fach. Indologie befasst sich mit dem indoarischen Kulturraum. Das heißt, man fängt schon in Indien an, gerade die Sprachen Hindi und Sanskrit sind fest im Lehrplan. Man kann aber auch buddhistisches Chinesisch, Singhalesisch und Urdu lernen. Und es geht so über die gerade religiösen Ausläufer bis hin nach Japan, China, tibetanischer Raum. Also was man mitbringen sollte für das Fach, ist auf jeden Fall ein Interesse für andere Kulturen und Spaß daran, Sprachen zu lernen, weil das Lernen von Hindi und Sanskrit und das Übersetzen der alten Texte halt die Hauptarbeit in unserem Studiengang ist. Also das Beste sind die Exkursionen. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr in einem Tamil-Tempel in Frankfurt und haben da an der Puja teilnehmen dürfen. Das ist eine indische Götterbildverehrung. Und dann haben uns anschließend die Mönche noch bekocht und unsere Fragen beantwortet. Also das Schwerste an meinem Fach ist definitiv Sanskrit. Das ist eine altindoarische Sprache, in der die Epen verfasst sind. Und wer Latein gehasst hat, der wird Sanskrit im 7. Kreis der Hölle wünschen.
Also Indologie ist in Mainz nur ein Beifach. Es gibt auch leider noch keinen Master. Es ist die einzige Uni, die das anbietet in Rheinland-Pfalz. Wir sind so um die 60 Studierende, davon hauptsächlich Frauen. Es ist sehr klein und gemütlich. Also nach dem Studium kann man ziemlich viel machen. Man kann in beraterischer Hinsicht an einem Konsulat arbeiten, in einer Botschaft. Man kann in den Translationsbereich von Literatur gehen. Entwicklungszusammenarbeit ist möglich oder man bleibt halt an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forscher. Also ich habe damals angefangen, Indologie zu studieren, weil ich einen Bericht über eine Projektmanagerin gesehen habe für ein Hilfsprojekt. Und ich denke mir mittlerweile, dass ich wahrscheinlich nicht nach Indien gehen werde, weil es zwar ein sehr interessantes, aber auch großes und krasses Land ist. Und ich werde eher Richtung Integrationsarbeit in England dann gehen. Den Rosengarten hier gibt es schon seit 1925. Hier wachsen und gedeihen über 7500 Rosenstöcke aus den verschiedensten Arten. Und vielen Mainzern ist der Ort sicherlich ans Herz gewachsen, wahrscheinlich auch wegen des Wein- und Künstlermarktes, der hier jährlich stattfindet. Von so manchem liebgewonnenen Ort muss man sich aber irgendwann einmal verabschieden. So auch von der Mainzer Filmpassage, einer Stammvideothek von vielen Filmwissenschaftlern und Filmliebhabern. Sie schließt Ende des Monats. Wilkes Castanio wirft einen letzten Blick in die Regale voller Klassiker und Raritäten. Das King Park Center Mainz. Hier versteckt sich eine Perle der Mainzer Kulturlandschaft, die Filmpassage. Wer das außergewöhnliche Filmerlebnis sucht, war bisher hier genau richtig. Doch nicht mehr lange. Die Kunden bleiben aus und Inhaber Jürgen Felker-Waldmann muss den Familienbetrieb nach 9 Jahren schließen. Also wenn ich über die Schließung der Filmpassage nachdenke, sind es eigentlich 2 Aspekte, die mich hier berühren. Das eine ist eine emotionale Seite, da tut es einem natürlich leid. Das sind die Kontakte zu den Kunden. Auf der anderen Seite das Filmsortiment, was wir aufgebaut haben, auch über den ganzen gesamten Zeitraum immer wieder Filme nachgekauft, um das Sortiment zu vervollständigen. Das wird jetzt auseinandergerissen, das ist schade. Wir wollten einfach ein ganz anderes Filmsortiment als jetzt anbieten, was sonst normalerweise die klassische Videothek vielleicht im Programm hat. Also es ist über das, dass es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, ja, wo es darum geht. Ja. Wir haben Verleihvorgänge und das ist alles ganz klassisch. Aber darüber hinaus, denke ich, leisten wir hier auch einen Beitrag für die Filmkultur. Also sind auch Leute von Wiesbaden rübergekommen oder aus weiter entfernt liegenden Stadtteilen. Also nicht nur eben hier Hardenberg ganz begrenzt, ja, wie man das so von der klassischen Stadtteilvideothek vielleicht kennt, sondern dieses Programm hat einfach auch Leute von weiter weg angezogen. Ja. Dennoch gehen die Zahlen stetig zurück. Auch eine räumliche Verkleinerung im letzten Sommer brachte keine Besserung. Lukas Kurstedt arbeitet seit 2 Jahren in der Filmpassage. Er betrachtet das Kundenfeedback auf die Schließung mit gemischten Gefühlen. Das Feedback ist natürlich allseits mit vollem Bedauern, aber es gibt halt den Unterschied. Einmal die Kunden, die wir halt, wo ich sagen würde, das sind Stammkunden, da weiß ich auch genau, dass das Bedauern auch ernst gemeint ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kunden, die dann in einem Satz sagen, oh, wie schlimm, ihr macht zu, es ist ja ganz traurig. Und im zweiten Satz eben noch hinterher fragen, wann es dann den Verkauf gibt und was es denn dann kosten soll. Und dann weiß ich natürlich, das sind jetzt nicht wirklich Kunden, die aufrichtig irgendwie das Bedauern kundtun, sondern es einfach nur so tun. Und das ist natürlich normal, es ärgert ein bisschen, weil das sehr oft vorkommt, aber kann man nichts gegen tun. Jetzt können wir keine Filme mehr gucken. Finde ich da traurig. Ziemlich schade, weil wie oft war man in der Videothek, hat gestöbert, mal irgendwas gefunden, was man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Es war einfach volles Ritual für die Familie, wenn es hieß, wir schauen einen Film. Dann sind wir halt hierher gefahren, alle 3 Kinder konnten halt schauen, was es so gibt. Das Institut für Filmwissenschaft der Uni Mainz wird zumindest einen Teil des Filmarchivs übernehmen. Hier arbeitet Dr. Andreas Rauscher. Er nutzt das Sortiment der Filmpassage privat und zur Vorbereitung für Seminare. Auch er sieht die Entwicklung kritisch. Die Schließung der Filmpassage ist aus filmwissenschaftlicher Sicht ein großer Verlust für die kulturelle Szene der Stadt. Gerade weil es dort eigentlich möglich war, aufgrund der historisch organisierten Sammlung der Videothek,
sich einen sehr guten, grundlegenden Überblick über die Filmgeschichte zu verschaffen. Für mich persönlich ist es auch ein sehr starker Verlust, da ich von Anfang an dort Mitglied war und es immer sehr geschätzt habe, dass eine wirklich sehr gut, man könnte schon fast sagen, kuratierte Auswahl an aktuellen Arthouse-Produktionen und international interessanten Filmen vorhanden war. Das Schicksal der Filmpassage? Kein Einzelfall. Die aktuelle Lage der Videothekenbranche ist insgesamt problematisch, also sowohl bezogen auf Nischen-Videotheken als auch auf Mainstream-Videotheken. Das konnte man in den letzten Jahren auch sehr gut beobachten. Es gab in Mainz viele Vorort-Videotheken, die über Jahrzehnte existierten, die nach und nach schließen mussten, da einfach nicht mehr das Interesse und der Bedarf da war. Und vermutlich es auch damit zu tun hat, dass die meisten doch inzwischen über das Internet die Filme beziehen. Ja, Schicki, interessant ist schon, dass man auch, also dass spezielle Angebote auch hier Auswirkungen haben auf unser Geschäft. Also es gab die Plattform kino.de, ja, dann hat man gemerkt, dass es irgendwie einen Rückgang gab. Als die Plattform geschlossen wurde, haben wir auf einmal Kunden wieder gesehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Also natürlich ist es auch ein bisschen spekulativ, aber auch so Ende des Jahres, wenn dann Sky irgendwelche Pakete angeboten hat, ja, dann haben die Leute dazugegriffen. Das hat man schon gemerkt, da bezahlt man nicht zweimal. Ja. Und dann hat man so ein Angebot zu Hause und dann ja, fehlen diese Kunden eben hier in der Videothek. Also meine persönlichen Lieblingsfilme, das finde ich immer schwierig, so die Top Ten zu benennen. Aber ich mag sehr das europäische Kino der 60er Jahre, also mit Antonioni, Buñuel und anderen. Und was ich auch entdeckt habe, jetzt eigentlich auch erst hier, nachdem wir diese Filme auch besorgt haben in unserem Sortiment, war Bellatar. Also das hat mich sehr fasziniert, vor allem Satans Tango mit seinen 7 Stunden. Das lohnt sich. Am 31. Juli wird die Filmpassage ihre Türen für immer schließen. Wirtschaftlich betrachtet ist es der richtige Schritt für Inhaber Jürgen Felker-Waldmann. Eine Alternative für die Mainzer Filmliebhaber ist nicht in Sicht. Für uns ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.